Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Wir haben hier die Leiche am Wasser gefunden. Und sollten jetzt mit Joy eben reden, weil wir flussaufwärts gehen wollten. Ahnen wir es direkt mal. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Git. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Bitte. Hey, ich brauche Hilfe. Helfen. Bitte. Oh, nee. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. Information, Sophia. Das Mädchen, das ich auf dem Friedhof beobachtet hat, ist das Mordopfer. Ich muss sie finden. Ich mag die nicht. Vor allem sieht man den hier kaum. Der leuchtet nicht mal. Hallo? Guck. Bäh. Dreh dich mal bitte um. Halten. Weh links. War das weh? Ja. So, der ist da. Jetzt warten wir mal kurz, wo der hinläuft. Ich würde mich da ungern jetzt irgendwie... Immer wenn es spannend wird, juckt meine Nase. Jetzt muss ich gleich wieder niesen. Ah, das war Fehlalarm. Er. Und wenig. Der andere ist ziemlich weit weg da. Ich hoffe da mal hier rum. Mal ein bisschen weiter weg von dem. Dreh dich um! Ja. S links, rechts. Ha, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? So, jetzt gucken wir erstmal hier. Ein Spaziergang über den Friedhof. Friedhöfe faszinieren mich, besonders die alten Teile. Ich schätze, es ist wie ein Museum. Ronan, wie der Held, der er ist, kam mit mir mit und hörte sich geduldig an, wie ich von Kolonialgouverneuren, die hier beerdigt wurden, und von Massengräbern der Pestopfer von 1660 und der am Gelbfieber gestorbenen Kanalarbeiter plapperte. So viel Leben und Tod fand in dieser Stadt statt. Stadt. Und was für ein friedlicher Ort, um eine Perspektive zu all dem zu gewinnen. Ja. Schön. Ja. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Nee, ne? Hier war irgendwas. Was geht denn hier ab? Sammeln. Verwegene Ronan.
Oh Mann, dass sie immer so viel schreiben muss. Was ist los mit ihr? Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Ein Mann mit so vielen Tattoos hat keine Angst davor, heute etwas zu tun, das er morgen vielleicht bereut. Aber wenn ich mich an ihn binde, brauche ich eine Versicherung, dass ihn interessiert, ob er lebt oder stirbt. Ich höre Geschichten von seinem Wagemut, den Risiken, die er auf sich nimmt, und ich hoffe, er will mich nur beeindrucken. Wenn nämlich nicht, dann stürzt er sich eines Tages eine Situation und kommt in einem Sack wieder heraus. Scheint so, dass das so gewesen ist. Komm schon, Mann. Nein, 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 ich bin nicht so weit. Sowas will ich auch können, das Beamen. Vielleicht lernen wir das auch bald. Ich gucke jetzt erstmal, was die hier machen. Und das mitten in... Das wird nicht gut ausgehen. Wessen Idee war das? So viel Spaß hatte ich noch nie. Wenigstens gibt's dann später was zu erzählen. Nächstes Mal an das Brecheis. Ja, das ist irgendwie unheimlich. Warum kann ich denn hier in eine Gruft gehen? Hallo? Was ist hier? Wer ist der Held? Was ist der ganze Mist? Hey Kleiner, wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay, heikles Thema. Versteh schon. Psycho. Dann gehen wir mal hier rüber. War da drüben noch was? Oh, da ist unser... Ach nee. Ich dachte, das war unser... Ding, wo wir nicht hin konnten. Jubiju? La 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 la, da streckt uns jemand den Po entgegen. Oh Mann! Geisterschloss oder was? Hallo? Was machst du da? Vielleicht kann ich helfen? Vielleicht kann ich helfen. Verdammt! Was stimmt nicht mit dem Ding? Was meinen Sie? Es scheint seine Funktion zu erfüllen. Es soll die Leute wissen lassen, wer ich war. Aber ich war nicht so. Nicht so dreckig. Ich war einflussreich und reich und sauber. Ich wusste, wie wichtig es ist, den Schein zu wahren, und deswegen genügt das hier nicht. Es muss besser aussehen als die anderen. Ich bin nicht wie diese Verrückten. Ach, wenn Sie wüssten. Okay. Scheint wohl doch ein bisschen einen Knall zu haben, die Liebe. Warum Ronan Kopf wurde? Ronan war heute ungewöhnlich philosophisch. Sonst sagte er solche Dinge nicht, aber er sprach immer von Karma und wie er sich von seinen vergangenen Fehltritten reinwaschen müsse. Ich nehme an, er meint die Verbrechen in seiner Vergangenheit und deswegen muss er Cop werden. Um zu sühnen, sagt er. Es war der einzige Weg, den er sah. Okay. Uns hier im ältesten Teil des Friedens. Enthüllen. 12 mehr zum Aufdecken. Mäh. Oder nach den berühmten Prozessen war. Es ist tatsächlich einige Jahrzehnte zuvor passiert.
Setzen wir uns auch mal dahin. Dieser Friedhof ist recht alt. Ach. Okay. Wir gehen jetzt ein Stück weiter. Würden Sie mir also bitte folgen? Hasindroa, hast du ein Problem? Hey Kumpel. Hey, Junge. Hast du ein Problem? Könnte man so sagen. Ich war ein Metzger, bevor dieses Miststück Hummeln im Hintern bekam und rumschnüffelte. Leute kamen von weit her, um bei mir einzukaufen. Ich bekam mehr Auszeichnungen, als ich an der Wand aufhängen konnte. Dann verschwindet ihr kleiner Junge und auf einmal bin ich in der Todeszelle. Oh je. Yeah. Lass mich raten, du hast ihn umgebracht. Ich hab ihn nicht getötet. Ich hab nie einen von ihnen getötet. Das habe ich meinen Schweinen überlassen. Also wirst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen und dann? Ganz einfach. Ich frage sie, wie ihr Sohn geschmeckt hat. Ist eine witzige Sache bei Schweinen. Du wärst überrascht, wie sehr ihr Futter ihren Geschmack beeinflusst. Hab gehört, da draußen gibt's einen besonderen Ort, der für Monster wie dich reserviert ist. Das ist ja mal voll eklig. Psycho. Ob es da drin wirklich spukt? Ja, wenn ich da gleich reingehe, bestimmt. Schon Taten, über die man nicht spricht. Den Teil mögen Sie wohl sehr. Oh, kuschelig. Okay. Komm hier wieder irgendwelche Dämonen. Wieso sind hier überall Betten? Hallo? Was ist das? Warum liegt hier eine Flasche, die ich nicht... Komisch. Komik. Gelbfieber... Gedenkplakette. Der Topper. Viele tapfere Arbeiter aus Salem, die den Panama-Kanal möglich machten, der den Weltwandel veränderte, starben 1904 in dieser Einrichtung am gefürchteten Gelbfieber. Okay. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es in dieser Stadt generell eh nur Tod und Ekel gibt. Oder? Also, viele Tote. Viele Psychos. Da ist auch wieder so einer. Oh. Dr. Trotters Befunde. Aha. Das geht nicht um ein gutes Buch. Wessen Hand ist das? Wessen Hand oder es gibt wessen Hand? Wessen Hand ist das? Nun, das war nur ein Opfer im Namen der Wissenschaft. Opfer ja. Opfer aus Fleisch? Klingt mehr nach Voodoo als nach Wissenschaft. Manche mögen es so nennen, aber sie vergessen den Zweck der Wissenschaft. Die Welt um uns und die Kräfte, die sie beherrschen, zu verstehen. Nur weil die Forschung manchmal etwas unappetitlich sein mag, sollten wir uns nicht abwenden. Abgesehen davon habe ich jetzt viele Exemplare zum Arbeiten. Sie haben an diesen Leuten experimentiert? Die meisten sind ohnehin so gut wie tot. Ich rette, wen ich kann. Der Rest wird sinnvoll eingesetzt. Noch so ein Psycho. Das waren Menschen, keine Versuchskaninchen. Ja, ja. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich habe zu tun. Wir sind hier in Psycho Wonderland gelandet. Psycho Wonderland. Wo kann ich da? Nein. Es geht hier ab. Was war das für ein Ort? Warum sind die Leute krank? Fragen wir sie mal, was von Ort war. Ich weiß es nicht. Ich habe sie sagen gehört, es sei eine Art Feldlazarett oder so. Bitte, bringen Sie mich hier raus. Es ist nicht das, was Sie sagen. Nicht mit ihm hier. Dr. Trotter. Der Psycho. Ich verstehe nicht. Du meinst, das war kein Lazarett? Was war es dann? Ein Schlachthaus. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das tue ich wirklich. Es tut mir leid. Oh Mann, Junge. Eigentlich hier. Ich kann durchs Bett nicht durchlaufen. Jetzt machen wir mal kurz Lucky Lucky. Oh, da ist das Mädchen.
Sackgasse. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Ja, bin ich auch dafür. So. Ha, es geht schon. Teleportieren. Halte gedrückt, um eine Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit. Lasse los, um zu teleportieren. Drücken, um fortzufahren. Hey. Ja, wo? Das geht nicht. Halte links. Ah. Hallo? Cool, ich kann mich teleportieren. Jetzt? Ich darf nicht vergessen, hier vor lauter Teleportation die anderen Sachen mir noch anzugucken, ne? Hier zum Beispiel. Neues Gerechtigkeitstattoo. Ein weiteres Tattoo auf seinem Rücken, eine weitere Frau, aber zum Glück eine abstrakte Justitia mit der Waage, aber ohne die Augenbinde. Ich frage, was sie bedeutet, und zum ersten Mal sagte er, er wolle nicht darüber reden. Ich kann nur annehmen, er hatte einen traumatischen Gerechtigkeit-ist-nicht-blind-Moment. Vielleicht öffnet er sich später. Ja, vielleicht auch nie. Mama? Wohin denn jetzt? Runter? Da liegt nämlich noch was. Enthüllen. Noch 11 Stück. Oh, das ist ein bisschen eklig hier. Man hört die ganze Zeit jemand husten. Exit, von wegen. Ja. Wie komme ich denn aus dieser Psychokammer jetzt raus? Oh nö, da waren wir doch gerade. Moment. Ich will mal kurz da hinten noch kurz reingucken. Was ist da denn noch gewesen? Beobachten. Medizinische Journale. Okay. Das kann ich bestimmt auch noch beobachten. Grammophon. Ja, was das ist, weiß ich ja. Naja, aber bevor ich jetzt hier noch weiter umher und die Zeit wieder vorbeigeht, wie nix und wieder nix, mache ich jetzt hier erstmal Schluss an der Stelle und sage dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.